Zum Zweiten, Verkauf an Raoul Vicomte de Chagny. Besten Dank, Monsieur. Nummer 664, eine Holzpistole und drei Puntenschädel. Aus der Inszenierung von Meyerbeers Robert le Diable aus dem Jahre 1831. 10 Francs das Mindestgebot. 10, danke. Immer noch 10, 15, danke. 15 sind geboten. Geht weg zu 15. Ihre Nummer, Monsieur. Zum Aufruf von 665, meine Damen und Herren. Eine Spieluhr aus Pappmaché in Form einer Drehorgel. Darauf die Figur eines Äffchens im persischen Tracht, das die Zimbeln schlägt. Das Objekt, aufgefunden in den Kellergewölben der Oper, funktioniert noch einmal frei, meine Damen und Herren. Ja, zu sehen! Ist, meine Damen und Herren, nun gut, also 15. 15, danke. Ja, 20 von Ihnen, mein Herr, besten Dank. 25. 25 hier links. Danke, Madame. 25 sind geboten. 30. Es bleibt also bei 30 Francs. 30 zum Ersten, 30 zum Zweiten und zum Dritten. Verkauf an den Vicomte de Chagny. Nochmals, vielen Dank. Monsieur. Versichert uns, dass dies, meine Damen und Herren, exakt der Lüster ist, der damals das berühmte Unglück verursachte. Unsere Werkstatt hat ihn repariert und mit elektrischem Licht ausgestattet, damit wir einen Eindruck davon bekommen, wie er nach der völligen Wiederherstellung aussehen wird. Vielleicht können wir, meine Herren, das Gespenst von damals verscheuchen mit einer kleinen Illumination.
Schlagen Sie mir, Signor, nicht den Wunsch ab und eine Privat.
Zweitakte als Einleitung. Zweitakte genügend. Vollkommen. Signor. Wenn Sie meiner bedürfen, erreichen Sie mich auf bei Oper. La Carlotta fehlt wieder. Wirklich, Monsieur. Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen, meine Herren, vom Opernreich. Gütige, hier will Ihr Signal verrückt. Er heißt Sie nur willkommen in seinem Opernhaus. Befiehlt, dass auch Sie ihn bei allen Vorstellungen die Loge 5 freihalten und erinnert Sie daran, dass sein Gehalt völlig ist. Sein Gehalt? Monsieur de Ferber hat ihm 20.000 Franc im Monat bezahlt. Vielleicht können Sie mehr zahlen, jetzt, wo der Vicomte Chani das Theater unterstützt. Madame, ich hatte gehofft, diese Neuigkeit selbst bekannt geben zu können. Wird der Vicomte sich die Vorstellung heute Abend ansehen, Monsieur? Ja, in unsere Loge. Madame, wer ist die Zweitbesetzung für die Rolle? Es gibt keine Zweitbesetzung, Monsieur. Die Inszenierung ist neu. Ich sehe deine Inszenierung singen, Monsieur. Das Chormädchen. Sie nimmt Unterricht bei einem hervorragenden Lehrer. Bei wem? Ich weiß nicht, Monsieur. Fang du mich auch noch an? Zu verzweifeln, ein ausverkauftes Haus und wir müssen ausfallen lassen. Lassen Sie sie vorsingen, Monsieur. Sie hat eine gute Ausbildung. Also gut. Dann applaudiere ich eine Minute.
zutänze. Dann bitte mach mit. Immer super. Immer wunderschön. Das, Liebes, soll ich dir geben. Ein rotes Halstuch. Der Dachboden. Liebes Lottchen. Eine echte tote Rose. Anders kann man es nicht nennen. Jetzt ist mir wohler. Niemand hat sein Geld zurückverlangt. Ich glaube, die kleine Dai ist eine echte Entdeckung. Sind da, Monsieur le Vicomte? Meine Herren, wenn Sie entschuldigen, dies ist ein Besuch, den ich lieber ohne Begleitung machen möchte. Wie Sie wünschen, Monsieur. Danke. Sie scheinen einander von früher zu kennen. Wo ist dein rotes Halstuch? Du kannst es doch nicht verloren. Nachdem ich solche Mühe damit hatte. Ich war grad 14. Durchnässt bis auf die Haut. Weil du ins Meer gelaufen bist, du mein Halstuch hast. Du bist. Oh, wow. Also bist das doch du. Christine. Liebes Lottchen, träumst du schon wieder? Ach, daran erinnerst du dich noch? Liebes Lottchen, was ist dir lieb? Ohne Kreide und Schuhe, ohne Kuchen, ohne Bär, ohne Kuchen. Vater spielt sie gern. Wie eine andere unheimliche Geschichte aus dem Norden vorlas. Thank you.
Komm du mal zurück zu den Ballen, die wir mein Theater deuten. Lass mich lesen, bitte!
Thank you.
Thank you.
Der Auftakt für ein gutes Jahr. Wirklichkeit arrangieren, nummer inszeniert. Hoch das Glas. Ein Schlag von unserer Leider. Aber leider, das hat doch wirklich ganz wunderbar. Thank you.
erschreckt sie so, Monsieur? Dachten sie, sie wären mich endgültig los? Ich war lange fort, Monsieur, denn ich schrieb an eine Oper. Hier vollendet ist das Werk. Bedenkt wohl, es gibt Schlimmes als eine Liste der Zerschreit. Die Kette ist mein, du singst wohl für mich. Yeah.
Wenn der Komponist anwesend wäre. Oh, der Komponist ist nicht hier. Und wann erkennen Sie das denn sicher sein? Signor. Also, dann noch einmal, Signor Pianchi. Nachher sehen. 5, 6, 7. Wäre es auf. Thank you.
Schießen habe ich gesagt. Aber was soll der Vicomte? Kein Aber! Diesmal hat Monsieur le Vicomte recht. Die Entscheidung fällt heute Nacht. Genug der fahlen Scherze. Unsere Zuschauer sind schon gespannt, wer gewinnt. Meine Oper in der Weichtiere, wie es hat.
Nein, zurück, verließ es Blau.
Thank you.
Ich liebe